Okay, hier geht irgendwas ab. Das kam von hier, sagt mir mein Headset. Du. Warum auch immer die jetzt tot ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben damit nichts zu tun. Boah, der hat uns weggesprengt. Das war eine Megamine. Unsere HP sieht auch nicht gut aus. Anscheinend kommen wir hier in den nicht so besucherfreundlichen Teil der Welt. Blutwurst. Dünne rote Paste und Stimpak. Ja, ich probiere es aus. Oh, 277 Stimpaks. Uns geht es erstmal gut, würde ich sagen. Ja, wir werden recht gut geheilt. Überall sind Minen, ich verstehe es nicht. Noch eine Mine. Holy Guacamole, das ist doch einer von den Dingsbumsens, von den RNKlern. Keine Einschienenbahn zum Strip. Wo sollen wir denn unseren Freigang machen? In Ja, aber sonst hast du keine Probleme, okay? Ja, Bryce Anders. Wie zum Teufel sind Sie hier reingekommen und wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Jeff Colonel Shu, so hieß er, glaube ich, hat mich hierher geschickt. Hatten wir echt eine Quest? Ja, Colonel Shu hat mich hierher geschickt. Shu hat sie geschickt. Das war meine Mission. Der Colonel macht hier sich Sorgen. Sie haben ihre Rückmeldung verpasst. Colonel Shu glaubt, dass sie etwas Unterstützung brauchen könnten. Ja, Rückmeldung verpasst. Sie können zum alten Shu zurücklaufen und ihm sagen, dass die Mission abgeschlossen wird. Ich brauche nur noch ein paar Tage. Woher rührt denn die Verzögerung, wenn ich fragen darf? Wonach sieht's denn aus? Wurde am Bein getroffen. Hab ein Dutzend Degenerierte auf dem Weg hier rein erwischt. Und dann wurde ich angeschossen. Hab mich hier eingeigelt, nachdem der da tot war. Die sind so dumm, um die Türen zu entriegeln. Die denken, ihr Angreifer wäre wieder abgezogen. Ich brauche nur ein oder zwei Tage, dann schalte ich Motorrunner selber aus. Hab sogar den Schlüssel zum Wartungsflügel und daher alles im Griff. Medizin 35. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Bein so aussieht und so riecht, als ob es entzündet wäre. Sprache 45. Sie werden Motorrunner nur ausschalten können, wenn wir zusammenarbeiten, oder? Ich will Ihnen bei der Rettung der Geiseln helfen. Ja, Medizin 35. Gott verdammt, ich wusste es. Ich hatte nur gehofft, dass... Sind Sie Arzt? Können Sie sich um mein Bein kümmern? Ah. Wenn Sie es jetzt noch auf dem Weg nach Mac... Nochmal, wenn Sie sich jetzt auf dem Weg nach McCarran machen, schaffen Sie es noch. Selbst humpelnd. Ich habe hier eine Arzttasche, die sollte reichen, um Sie wieder auf die Beine zu bekommen. Ja. Worauf warten wir da noch? Ich habe ein sehr wichtiges Ziel auszuschalten. Ich will aber nicht, dass er jetzt direkt losrennt. Danke für die Unterstützung, Doc. Ist es Zeit, dass wir Motorrunner ausschalten? Ich könnte etwas Hilfe beim Ausschalten von Motorrunner brauchen. Ich glaube, Sie sollten lieber zur Basis zurückkehren und das Bein behandeln lassen. Ich glaube, dass Sie fit genug sind, um sich selbst um Motorrunner zu kümmern. Nicht momentan, wollte nur nachsehen, ob es Ihnen gut geht. Das heißt... Okay, und danke nochmal für die medizinische Versorgung, Doc. Das heißt, wir können ihn später wieder abholen. Guten Abend. Ich glaube, Veronica ist gerade gekommen. Holy Guacamole. Okay, wir sind keine Frau, deswegen können wir nicht so beurteilen, wie gut der Typ aussieht. Aber mir scheint, als wenn Veronica gerade den Orgasmus ihres Lebens gehabt hätte, indem sie Bryce Anders auch nur angeguckt hat. Das ist krass. So, wir wollen hier rein. Das sieht verdammt edel hier aus, finde ich. Kaputtes Terminal. Lieber gucken, ob der vermint ist. Ach, nicht möglich. Stand ja auch da, kaputtes Terminal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da, 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 da. Ich habe mich verlaufen. Das ist doch sonnenklar. Ja, das sind Geiseln. Definitiv. Hallo. Hallo. Solange die Kahne weiter das Zeug brauen, bleibe ich heil. Alle haben Angst vor den Robotern auf dem Strip, seit die so verändert sind. Aber jetzt, den Strip, wo Prim einen neuen Sheriff hat, oder? Wird man die Leute da wohl nicht mehr so leicht drangsalieren können. Ja, ich soll immer noch Sachen finden. Ich glaube, ich gucke auch mal auf die Karte, weil ich bin gerade ganz ehrlich nur am Rumirren. Lokale Karte.
Ich soll wieder nach oben. Okay, dann erkunde ich aber den Rest hiervon noch. Scheiße! Wo kriegen wir den Stoff her, wenn die Kane jetzt die Kumpels der RNK sind? So, auf und auf. What the fuck? Kaputtes Terminal. Tastatur neu anschließen. Ja, Tastatur neu anschließen, wenn das alles so Kompaktteile sind. Da unten ist Wasser, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse so tiefe Gewässer, das wisst ihr. Hallo. Jetzt, wo Prim einen neuen Sheriff hat, wird man die Leute da wohl nicht mehr so leicht drangsalieren. Daniel. Hallo, Daniel. Schon von dem Kurier gehört, der hier auf dem Strip unterwegs ist? Was soll der bringen? Die Post oder was? Das war ein netter Dialog, ja. Sehr sinnvoll. Terminal, der geht. Die Wassersituation. Hallo zusammen. Wie Sie in der Nachricht von Vincent entnehmen konnten, müssen wir Wasser rationieren, bis die Probleme mit dem Leck gelöst sind. Leider verfügen wir derzeit nicht über die Teile, die wir zur Behebung der zugrunde liegenden Ursachen des Lecks benötigen. Daher haben wir keine andere Möglichkeit, als die fehlenden Teile außerhalb der Vault zu suchen. Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass Michelle Dalian ein neues Gremium zum Zweck der Kontaktaufnahme mit der Zivilisation gegründet hat, die möglicherweise in der Außenwelt überlebt hat. Michelle und ich sind guter Hoffnung, dass wir die benötigten Teile problemlos finden und hoffentlich fortwährende Beziehungen zur Außenwelt aufbauen können. Ja, wenn die wüssten. Außenbeziehungen. Michelle, ich möchte mich erneut dafür bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, die Leitung hinsichtlich unserer Außenbeziehungen zu übernehmen. Ich bin mir sicher, dass Sie uns und unsere Interessen gut vertreten. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Sie irgendwie unterstützen kann. Ihre Billigung. Lieber Lincoln, danke noch einmal für Ihre Unterstützung bei der Stadtratsversammlung gestern Abend. Die Bewohner respektieren Sie so sehr, dass meine Chancen als Ihr Nachfolger im großen Stuhl dadurch sicherlich enorm gestiegen sind. Seit Michelle mit der Planung und dem Anwerben von Leuten für ihr Außenbeziehungsgremium begonnen hat, genießen die Isolationisten Zulauf, wie ihnen ja bekannt ist. Ich nehme an, dass ich als nächster Aufseher gut geeignet wäre, um ihren Einfluss zu stutzen. Stutzen, ja, stand da. Veronica. Ich sehe, wo das Problem ist. Sag doch gleich was. Und ich habe gedacht, die hätten Orgasmus gehabt. Unhold. Verkaufen die Kane uns weiter Drogen, wenn sie zur Liebe. Schon von dem Kurier ge. Okay, die sagen alle das Gleiche. Scheiße. Kaputtes Terminal. Hallo, Michael. Ja, wo das ist wir ja den Stoff her, wenn die ein toller Terminal. Hallo, Nara. Die Kumpels der RNK sind. Super Terminal. Ich habe gesehen, da war eine Munitionskiste, aber ich will einfach nichts mehr mit mir tragen. Gut, ich versuche mal Richtung Wasser. Big Safe. Ah, ich hasse Wasser. Okay, einmal durch eine Tür, die sehr schwer verschlossen ist. Ich habe kaum noch Luft und schließe erstmal unter Wasser das Schloss hier auf. Ist immer so wunderbar. Das war's? Hey, ich will Luft! Gib mir Luft! Nee, das geht so nicht. Das kriegen wir hin. Schwarze Blutwurst. Normale Blutwurst. Aufbereitetes Wasser. Dünne rote Paste. Schmutziges Wasser. Stimpack. Jaugreifleisch. Yucca-Bananenfrucht. Verdammt. Es hat für eine Zeit lang tatsächlich gereicht. Aber da war die Heilung doch nicht krass genug. Ich bin so eine Pfeife. Was mache ich hier überhaupt? Bevor ihr irgendwas sagt. Oh Mann. Ja, der Jeff, der ist manchmal so clever. Da, 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 da. Geh auf, Tür. Ja, ein Teddybär. Dietrich und du. Ein tolles Magazin. Hey, das nehme ich beides mit. Gewehrschränke.
Schrottschränke, Gewehrschrank, Schrottschrank. Ja gut, dann ist hier drin doch nichts so Tolles. Heißt, wir checken mal die andere Seite mit dem Wasser, weil da wird ja nicht so im selben Raum gehen, denke ich. Holy Guacamole, mein dickes Bein ist eingeschlafen und ich habe keine Kontrolle mehr über es. Verdammt, ich brauche einen Schuss. Oh Gott, ich kann dir einen Schuss geben, das ist kein Problem. So, springen wir mal in dieses kühle Nass und gucken, wo es hingeht. So, mal sehen, was hier drin abgeht. Passt. Die haben seine Gruppe aus einem halben Kilometer Entfernung kalt gemacht. Dietrich und du, was selbst ist der Mann, Shopping für Wochenendkrieger. Gebärschrank. Müll. Ich spüre mein... mal so abseits der Aufnahme. Ich spüre meinen linken Fuß nicht mehr. Er ist so krass eingeschlafen, dass ich absolut keine Kontrolle mehr über diesen Fuß habe. Null Reaktion. Ich glaube, ich werde die Aufnahme mal eben hier beenden, weil das geht gerade gar nicht. So, weiter geht's. Das Gefühl kommt langsam zurück. So, wirklich langsam. Also ich würde nicht sagen, dass wir hier noch groß was machen können in der Vault. Auf jeden Fall scheint es mir nicht so. Das heißt, ich werde mal schauen, dass ich endlich die besagten Teile für die Quest finde. Der Questmarker schickt mich hier hoch, aber das kann es unmöglich sein, deshalb bin ich mir bewusst. Hey, Doc. Was ist das für ein Terminal?